Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir sind kurz davor, die 100.000 Abonnenten zu knacken. Also, falls ihr noch nicht abonniert haben solltet, lade ich mich wieder herzlich ein, Freunde. Ich habe die Einladung mir wieder geschrieben, hier schriftlich. Hier seht ihr den Vertrag, ihr müsst nur kurz eure Unterschrift unter machen und abonnieren, Freunde, wenn ihr Lust habt. Würde mich sehr freuen. Ansonsten geben wir jetzt finally die restlichen Tracks von Treppenhaus, Leute. Ich habe gerade erst gecheckt, vor ein paar Tagen, dass Lea ja auch vor kurzem ein Album rausgebracht hat, was Treppenhaus heißt. Komischer Zufall irgendwie. Aber gut, passiert. Ich freue mich jetzt darauf, wir haben jetzt den vierten Song, glaube ich, weil wir, ich glaube, Bläulich oder Unterwegs, einer von den beiden, nee, Fame war es, genau, Fame, wäre jetzt in der logischen Reihenfolge dran gewesen, aber haben wir ja logischerweise auch schon gehört mit Musikvideo. Falls ihr das verpasst haben solltet, oben im i, Freunde, findet ihr dazu den Link. Ansonsten jetzt Beifahrersitz und ich bin sehr gespannt, wie der restliche Verlauf im Album sein wird. Ich habe nur Positives darüber gehört, meine Kollegen meinten, dass es ein sehr, sehr gutes Album ist. Ist doch auf die 1 gegangen, was mich sehr freut. Wir hören rein, Freunde, let's go. Mein Sound ein bisschen lauter, glaube ich, ne? Frohe Weihnachten dich. Schon lange mehr kein Tageslicht. Auf dem Beifahrersitz. Ich kenne ihren Namen nicht. Aber sie ist da für mich. Ich liebe den Beat. Ich liebe den Beat. Der Beat ist so schön. Da passiert so viel im Hintergrund, so schöne Sachen, Mann. Du warst es nicht. Auf dem Beifahrersitz. Auch wie er Beifahrersitz nicht, wie, nicht normal betont, Beifahrersitz, sondern die Betonung liegt nicht auf dem Bei, sondern eher auf dem Fahr. Beifahrersitz. Schön. Ich kenn leider ihren Namen nicht. Sie sagt, Baby, bitte komm mit. Hintern vom anderen Orbin. Doch ich glaub nicht, dass sie meine Mutter mal. Und sie hat nicht so ein Muttermal. Ey, diese Flowwechsel zwischendurch von Apache liebe ich auch, Mann. Dass er halt immer versucht, also er zieht sowas lang oder betont Sachen anders, wie auch Beifahrersitz jetzt, zieht etwas lang mit einer Melodie drin, dann Flowchange, schnell was reingepackt in den Takt und es passt ultimativ gut immer. Ich glaub nicht, dass sie meine Mutter mag und sie hat nicht so ein Muttermal. Masterkartentricks, ein neuer Mann kann das nicht. Masterkartentricks. Ey, das ist cool, die Bedeutung auf Mastercard und auf Kartentricks hier zu legen. Nice. Überladen Tisch, bitte nicht wundern, wenn die Mama schon vom Prada tritt. Telefone werden eingesammelt nach meinem Konzert, denn ich steh nicht so auf Norris, no fun. Was im Backstage so passiert ist, bleibt doch lieber hier im Backstage, denn manchmal wird das einfach nur zu brutal. Das glaube ich ihm tatsächlich, Mann. Die Nachrichten von Frauen auf Instagram, die heiraten wollen. Früher war es ein Traum, heute ist es normal. Karre glänzbares Geld, fahr zu schnell. Doch komm, verfick doch einmal nicht voran. Schon lange mehr kein Tageslicht. Auf dem Beifahrersitz. Ich kenne ihren Namen nicht. Ey, schöne Hook, Mann. Hook, wirklich Apaches Hookmaster einfach. Wenn ihr googelt Hookmaster, kommen einfach nur drei Seiten von Apache bei Google Bilder. Was soll ich sagen? Und du warst es nicht. Auf dem Beifahrersitz. Ich kenne leider ihren Namen nicht. 4 Uhr Weihnachten. Schon lange mehr kein Tageslicht. Oh, die, im Hintergrund diese, da ist so eine kleine Pitch-Stimme drin, Mann, die ist so unglaublich angenehm. Ich kenne ihren Namen nicht, aber sie ist da für mich. Und du warst auf dem Beifahrersitz. Ich kenne leider ihren Namen nicht. Du hast noch nie akzeptiert, es ging um Kunst nicht abgehen. Macht es nicht wegen des Geldes, ich schwör auf meine Arme gefällt. Wow, ey, nice, man, unexpected. Ich dachte wirklich, dass er jetzt eher mit einer tieferen Stimme wieder reinkommt oder mit einer anderen, melodischeren Stimme, aber dass er so ein bisschen was Höheres, Langsameres jetzt reinpackt. Das finde ich halt schön, man weiß vom Pacing her, finde ich, nie wirklich genau, was als nächstes auf dich wartet in einem Apache-Song. Yeah. Zumindest bei diesem Album ist es so. Ich schwör auf meine Arm gefällt. Heute musst du akzeptieren, es gibt nie wieder ein Wir. Das ist kein Spiel, das ist kein Tetris. Sei so gut, geh deines Weges. Du hast jeden Tag gestresst und ich musste gehen. Lass mein Vermögen von der Zeitung zählen. Ich hab ne gute Lass mein Vermögen von der Zeitung zählen, Alter. Ja, same, Freunde. Wem geht's nicht so? Seid ehrlich. Hey, geht uns allen irgendwie so, ja. Und meine Frau neben mir, aller Bonnie Strange. 4 Uhr bei Nacht. Schon lange mehr kein Tageslicht. Auf dem Beifahrersitz. Bonnie Strange. Wer war Bonnie Strange? War das nicht diese eine komische YouTuberin? Oder gibt's noch eine andere Bonnie Strange? Es gibt safe noch eine andere Bonnie Strange, right? Muss es ja wohl geben. Bonnie Strange. Dann mach ich eine andere Bonnie. Nee, Bonnie Strange. Ach, das ist die. Wait a minute, guys. Wen meine ich gerade, hä? Helfe mal eben auf die Sprünge. Bonnie Strange, die kenne ich. Ja, die habe ich irgendwo schon mal gesehen. Ich dachte, an wen habe ich... Ich habe an Bonnie Trash gedacht.
Bonnie Trash, habe ich gedacht. Damn, okay. Okay. Ich musste gehen, lass mein Vermögen von der Zeitung zählen. Ich hab ne gute Bonität und meine Frau neben mir à la Bonnie Strange. Ah, ich hab ne gute Bonität und meine Frau neben mir à la Bonnie Strange. Oh, okay, nice. Schon lange mehr kein Tag ist auf dem Beifahrrad. Ich kenn ihren Namen. Ich finde halt nice, dass so viel im Hintergrund passiert. Nicht nur im Beat, da haben Luke Ray und Serna wirklich ultimative Arbeit bei diesem Album geleistet bis jetzt. Aber eben auch in Doubles, in kleinen Adlibs drin von Apache. Einfach ein bisschen seine Musikalität ausleben hier. Und du warst auf dem Beifahrersitz. Ich kenn leider ihren Namen nicht. 4 Uhr bei Nacht. Schon lange mehr kein Tag. Auf dem. Dieses Ha, Ha, Ha von der Pitchstimme ist so schön. Ich kenn ihren Namen. Fahrersitz. Ich kenn leider ihren Namen nicht. Oh, guter Song, Ohrwurm. Ohrwurm. Der Wurm ist direkt aus dem Apfel in mein Ohr rein. So ein Ohrwurm ist das. Real Talk. Und dieser, ja, wir haben ein langes Beat-Outro. Wir haben ein langes Beat-Outro. Ja. Mehr wollte ich gar nicht. Ho. Ho. Langes Beat-Outro, Freunde. Das macht mich glücklich. Schenkt mir ein langes Beat-Outro zum Geburtstag und ich bin glücklich, ja? So, Freunde, Bläulich kennen wir logischerweise auch schon. Wir haben jetzt noch Stimmen, auf und ab, nur noch einen Schluck, nie verstehen und dann sind wir durch, Freunde. Ich freue mich sehr drauf. Heute gibt es noch einen zweiten Song, diesmal auch wirklich. Huch. Und ey, bis jetzt ist das Album sehr, sehr nice, vielseitig, aber trotzdem in sich gekehrt. Ne, in sich gekehrt? In sich stimmig. Vielseitig, aber trotzdem in sich stimmig, im Kern stimmig. Und es passt perfekt immer noch, dass 28 Liter das Intro ist und Matrix das Outro. Und ich bin sehr, sehr gespannt jetzt auf Stimmen als nächstes. Den werden wir uns nachher noch geben, Freunde. Bis dahin, habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer. Lasst einen Daumen nach oben da und vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr es nicht getan haben solltet, Freunde. Dann sehen wir uns. Bleibt fresh. Ciao.